Eine neue Woche mit Hallo Deutschland. Schön, dass Sie dabei sind. Unser erstes Thema, ein tödliches Familiendrama in der Oberpfalz. Offenbar bei einem Ehestreit soll ein 48-Jähriger seine Frau erstochen haben. Mussten die beiden gemeinsamen Kinder die Tat etwa mit ansehen? Die Kinder sind in einem anderen Stockwerk dieses Hauses in Wernberg-Köplitz, als ihre Eltern am Sonntagabend streiten. Die Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar eskaliert offenbar und endet tödlich. Die 31-jährige Mutter wird so schwer verletzt, dass sie noch im Haus stirbt. Obwohl Hilfe vom Notarzt schnell da ist, kann das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Ehemann der Getöteten. Der Mann ist 48 Jahre alt und konnte von den ersten am Tatort eintreffenden Kollegen widerstandslos festgenommen werden. Der Mann befindet sich nun in polizeilicher Obhut. Im Erdgeschoss des Hauses leben weitere Angehörige der Familie. Ob die Kinder zur Tatzeit bei ihnen waren, ist nicht klar. Erst seit einigen Stunden wissen die Ermittler, die Hoffnung, dass die beiden den Streit ihrer Eltern nicht mit ansehen mussten, ist wohl wahr geworden. Noch am Abend hat die Polizei mit den ersten Vernehmungen begonnen. Hier stehen natürlich in erster Linie Betreuungsmaßnahmen im Vordergrund. Von der Polizei wurden auch die anderen Bewohner vorerst einmal befragt, aber derzeit werden sie von einem Kriseninterventionsteam betreut. Das Obduktionsergebnis hat gezeigt, die zweifache Mutter starb an Stichverletzungen. Die Ermittler vermuten, dass ein Küchenmesser die Tatwaffe war. Der verdächtige Ehemann ist bisher noch nie auffällig gewesen. Heute Nachmittag wurde er dem Richter vorgeführt. Das Ergebnis: Haftbefehl wegen Mordes.